Hallo, willkommen zurück zu Elite Dangerous. Ja, wir sind wieder auf dem Weg oder immer noch besser gesagt zum nächsten Zwischenziel. Irgend so eine Sehenswürdigkeit beim Neutronenstern. Wir haben allerdings noch einige Sprünge vor uns, Ende 20. Bin gestern ein bisschen weiterkommen, nicht mehr allzu viel. Und ich habe gedacht, ich mache noch ein kurzes Video, weil es gibt was Neues, beziehungsweise wenn ihr das Video seht, ist es nimi so neu. Ich glaube, das Video nämlich für Samstag auf. In diesem Sinne schon nur ein schönes Wochenende. Und zwar Donnerstag, also für mich heute, wenn ich das gerade aufnehme, hat Frontier Neuigkeiten zu The Fleet Carrier rausgebracht. Das war recht interessant. Hier gibt es sonst nichts in dem System. Und zwar am, wann ist denn das? Am nächsten Donnerstag, 2. April, gibt es ab 19 Uhr unserer Zeit einen Livestream, nee, kein Livestream, ein Stream, prerecorded, in dem die Fleet Carrier vorgestellt waren. Das Frontier-Team ist natürlich im Chat live dabei, aber der Stream ist vorher aufgenommen worden. Keine Ahnung wieso. Corona, vielleicht wieder Inseln. Man weiß es nicht. Ja, das wird bestimmt interessant, ob es da vielleicht ein paar mehr Details gibt. Weil so ein, zwei Details haben sie schon im Forum-Post an die Öffentlichkeit gelost. Und zwar ist eins von den wichtigen Themen, wie teuer ist so Fleet Carrier eigentlich? Ah, hier ist auch nichts. Ja, und zwar so ein Fleet Carrier, guckt euch das jetzt nicht mit der Nulle durcheinander bringe, 5 Milliarden wird einer kosten. Ja, genau, 5 Milliarden. Wenn ich gerade auf mein Konto gucke, haben wir noch einiges zu tun. Es gibt bestimmt diverse Leute, die schon seit Release spielen, die können sich wahrscheinlich 5 kaufen, wenn es denn gehen würde, aber es ist halt, ja, einer per Player. Und sie haben gesagt, 16 Landeplätze mit verschiedener Größe gibt es. Also, dass man das ein anderer Player am eigenen Carrier andocken kann. Der Fleet Carrier wird eine neue Ressource brauchen, Tritium. Genau, Tritium ist ein Treibstoff, damit das sich überhaupt bewegen kann. Der Fleet Carrier, der wird von System zu System springen können, wann immer es der Spieler will. Hat eine maximale Reichweite von 500 Lichtjahre. Aber wenn man einmal gesprungen ist, gibt es ein kleines, eine Cooldown-Periode, in der man dann halt nicht springen kann. Aber wenn die rum ist, kann man wieder munter weiter. Wie lang dieser Cooldown ist, wird natürlich nicht gesagt. Gucke, ob die Info noch kommt. Ja, also das hört sich dann wieder an, nur ein bisschen Farmen, Gründen. Kennt man ja. Dann muss es noch die Misse entgegen dem ursprünglichen Plan die Fleet Carrier noch ein bisschen ausgebaut haben, dass man so mehr individualisieren kann, auch mit Ausrüstung. Also da wird es danach wahrscheinlich diverse Sachen gäbe, wo man kaufen kann, verbessern kann. Aber was das alles sind, wird, haben sie noch nicht gesagt. Nur halt, sie wollen es halt mehr individualisieren. Ich hoffe mal, dass damit nicht nur Paintjobs gemeint sind. Was haben sie denn noch gesagt? Ach genau, was total interessant ist. Und zwar, das deutet auf ein neues, cooles Feature hin irgendwie. Und zwar, der Spieler kann für seinen eigenen Carrier Tarife festlegen und Kauf- und Verkaufspreise von den Commodities, also von der Ware. Und das war vorher gar nicht irgendwie so kommuniziert worden. Das hört sich jetzt so an, als ob andere Spieler dann halt ihr Ware beim Spieler am Carrier verkaufen können. Und dass dann der Spieler doch vielleicht eventuell Gewinn macht oder so, keine Ahnung. Das wird auf jeden Fall spannend, was es dann für Möglichkeiten gibt. Vor allem, weil es war wirklich nur ein Satz, wo sie so geschrieben haben.
You can manage your carrier's finances by setting tariffs and adjusting the buying and selling prices for commodities trading in its market. Das war der Originalton. Also gibt es einen Warenmarkt und man kann die Preise im gewissen Bereich selbst bestimmen. Ja, ist. Muss man mal warten, was dabei rauskommt. Hört sich jetzt mal generell cool an irgendwie. Da bin ich mal gespannt. Dann haben sie noch gesagt, es wird 2 Betas geben. Die erste Beta kommt schon am 7. April, ist nur für die PC. Und im Mai gibt es dann halt eine weitere Beta mit, genau, die für alle Systeme, also PC, Xbox, PlayStation gilt. Der Veröffentlichungstermin. Den haben sie auch gesagt, aber ich hatte vergessen. Ich habe es halt aufgeschrieben. Im Juli. Juni oder Juli? Kommt's raus. Also, nimi allzu lang eigentlich. Also im Sommer auf jeden Fall. Ja, 2 Betas davor. Ein Public Betas. Ich würde mir es natürlich prinzipiell gerne, sehr gerne angucken, aber bringt mir ja nichts. Wir sind ja halt im galaktischen Zentrum. Und hätte halt auch eh nicht das Geld für Carrier zu kaufen. Okay, gut. Man könnte wahrscheinlich bei der EOT wird wahrscheinlich der eine oder andere Carrier direkt holen können. Hätte man dort vielleicht mal landen können. Aber das wird wahrscheinlich nicht so weit raus müssen. Jo, das sind halt die Infos, die heute rauskamen, beziehungsweise am Donnerstag. Und ich bin mo vorsichtig gespannt, weil vor allem dieses Feature mit einer, dass man Preise festlegen kann, das hört sich ja schon mal gut an. Das, keine Ahnung, was das wird. Also, ob man dann irgendwie, keine Ahnung, ein bisschen rumgesponnen, mal flieht meine und baut irgendwelche seltene Sachen ab. Und vertickt die dann in seinem eigenen Carrier. Eventuell, weil dieses neue System halt, dass die Ware, dass die Märkte irgendwann erschöpft sind. Also man kann ja nicht mehr so viel verkaufen. Momentan irgendwann falle die Verkaufspreise hier wieder, dass man dort davon eventuell profitieren kann. Irgendwo zentral, keine Ahnung, Generator hat Desra das Ding hingestellt und haha, ich biete euch noch gute Preise dafür. So irgendwie. Ne, Moment, das wird uns Geld kosten, aber dann hätte man wieder Material, das mir verkaufen könne. Keine Ahnung, was es wird. Moment, ich habe mich aber gar nicht verlabert. Mal, wenn mir Sache abbaue. Wie könnte man die verkaufen? Können wir dann zum Beispiel, ob dann vielleicht rauskommt, es gibt ja so ein bestimmtes Material, das kann man nur abbauen und kann man nicht kaufen. Vielleicht kann man es dann kaufen bei The Player eventuell. Das wäre vielleicht sowas. Da gibt es so auch einen Ingenieur oder was, zwei Ingenieure, die irgendwas brauchen, wo man abbauen muss. Und dass man das dann eventuell in Zukunft bei Player kaufen kann, auf der Fleet Carrier, das wäre zum Beispiel so eine Methode. Also gäbe es bestimmt einige Möglichkeiten, was da möglich ist. Bin ich mal sehr gespannt, was da kommen wird. Ja, an den Livestream. Nächste Woche werde ich auf jeden Fall mal reinschauen. Bestimmt. Interessant, bin gespannt, ob es auch konkretere Infos gibt. Wahrscheinlich sieht man die Fleet Carrier dann zum ersten Mal. Also in Gänze. Ja, die Beta kommt halt drauf an. Ich wüsste nicht, wie ich das realisieren soll. Ich habe es ja auf der Endzeit keine Luft für diese Beta, die Expedition hier abzubrechen und zurück in die Bubble zu rushen. Beziehungsweise eine Monokolonia, Kolonia zurück, halte ich meine Motivation auch in Grenze, weil ich bin ja hier aus dem Grund. Gasriese, ammoniakbasiertes Leben. Insofern
Es sei denn, ich werde wirklich mitkriegen, dass Fleet Carrier in Colonia stehen wird oder vielleicht ein Explorers Anchorage, aber wie will der dorthin kommen? Das war sehr unrealistisch. Ist ja dann immer gesagt, ob man denn in Colonia überhaupt kaufen kann, weil in Colonia gibt es ja eh nicht so viel, beziehungsweise alles. Das wird wahrscheinlich eher auf die Bubble abspielen und dort komme ich eher nicht zurück. Es sei denn, es gibt vorher noch ein Sale und es gibt ein Account verbilligt. Da könnte ich mal als Account holen. Da wäre man in der Bubble. Naja, als wir auf uns zukommen lassen, ich bin jedenfalls gespannt. Genau, und dann müsste man hier mal tanken, nicht, dass man vor lauter Fleet Carrier gelabere. Vergessen aufzutanken. Aber wir hätten noch viel Puffer, aber man kann hier mal. Ja, ist euch bestimmt schon aufgefallen, ich habe mittlerweile auch die G-Sterne in die Routeplanung aufgenommen. Derweil, es war einfach eintönig, ich war immer nur F-Sterne. Was anderes scheint es hier nicht zu geben, also aufwärts nur vereinzelte A-Sterne und naja, dann geht man halt runter auf G-Sterne. Sieht man mal andere Farbe. So, hier haben wir aber wieder was. Ist auch nicht so viel. Ja, aber die 5 Milliarden ist denke ich schon okay. Würde ich jetzt mal annehmen. Ich müsste es ja schon so preislich gestalten, dass es auf der Endseite erreichbar ist, aber auf der anderen Seite auch ein bisschen weh tut. Sag ich mal. Weil es kann jetzt nicht, dass du fangst mit Elite an und nur in einer Woche ganz schön Fleet Carrier kaufen. Das sollte ja auch nicht sein. Das wäre irgendwie doof, wenn man gleich alles haben könnte. Deshalb ist das, denke ich mal, wenn man hat ja gut Möglichkeit, die Geld zu verdienen. durch Bergbau kann man immer noch 200 Millionen in eine Stunde machen oder so. Wo es immer noch die Videos gibt. Und wenn ich jetzt gucke, was man hier durch Explorer verdienen kann. Gut, ja. Es gibt halt ein paar, die verdienen genauso viel in der Halbzeit, wie ich das mache. Okay, die rushen dann halt durch, scannen halt viel mehr. Oder die sind halt schneller unterwegs und scannen dürfen nicht so viel, aber es gleicht sich halt wieder aus. Also so kann man doch schon gut Geld kriegen. Nur bei mir ist ein 5 Milliarden. Da muss ich ein bisschen davor stricken. Das nächste Ziel, das schaffen wir auf jeden Fall. Nur der Expedition, das sind die 2 Milliarden. Aber das Dumme ist, ich habe halt das ganze Geld quasi schon verplant. Also nicht wirklich verplant, aber es gibt noch einige Dinge, die ich machen will. Auf der anderen Seite, die Fleet Carrier, die laufen wir ja nicht weg. Das ist ja kein Problem. Da kann ich mal Zeit lassen. Weil ich jetzt ehrlich gesagt nicht wüsste, was ich mit dem Fleet Carrier machen sollte. Da kommt er dann. Oh! Okay, ich habe es gedacht, der hat größer ausgesehen, als er jetzt eigentlich ist. Es geht eigentlich noch. Okay, 4 Erdmassen nur, 1,3G, bisschen leicht für das. Okay, so Eiswelt. So, wo war ich? Genau, Fleet Carrier, was soll ich da damit? Naja gut, wenn er so haben wäre natürlich schön, aber interessant wäre es eventuell so als, keine Ahnung, inwiefern das realistisch ist, als große Basis, wenn du Explorer gehst irgendwie. Dann kommt es halt wieder darauf an, wie schnell kannst du denn von System zu System bewegen? Was ist die Cooldown-Zeit, wenn du nur, keine Ahnung, immer am Tag 500 Lichtjahre, dann lohnt es sich kaum, das Ding auf Explorator mitzunehmen, weil du bist ja mit jeder Anaconda ewig viel schneller unterwegs. Das ist halt so die Frage. Ja,
mal abwarten. Also vielleicht ist es ja nur Stunden oder so, keine Ahnung. Dann ist es, dann wird es zwar anfangs weh, bis man mal schön die Entfernung ist, aber wenn man da mal, keine Ahnung, 5000 Lichtjahre geschafft hat, dann so als kleine Basis, wo man wieder zurückkehren kann. Ja, gucken wir mal. Auf jeden Fall denke ich, dass so ein... War hier alles? Ich glaube ja, haben wir nichts mehr, oder? Nee. Auf jeden Fall denke ich, dass so ein Fleet Carrier auf jeden Fall auch Möglichkeiten bietet, wo dann bei dem kommenden Update, wo kommen soll, dass man da noch hingrätschen kann und dann noch dafür gleich nutzen kann. Das wäre halt so, sag, keine Ahnung, irgendwie, wie sagen, beim Explorer auf andere Planeten kann schon Gesteinsproben nehmen. So ungefähr. Und irgendwann wird dein Frachtplatz im Raumschiff hier voll, beziehungsweise deine Sprungreichweite sinkt, je voller du bist. Oh, cool. Hätte man noch ein Doppelsternsystem und dann könnte man die zum Beispiel alle im Fleet Carrier zwischenlagern. Zum Beispiel, das wäre so was man grob mal dazu infällt. Also, da gibt es bestimmt mehr coole Ansatzmöglichkeiten, was man danach wirklich, ja, später noch hinzufügen kann mit einem Fleet Carrier. Da denke ich, sind bestimmt Knips, sind bestimmt noch einige coole Dinge möglich. Also, ja. Könnt schön werden. So, jetzt gucken wir sie erstmal, was mich jetzt irritiert. Wieso springe ich jetzt nur 35 Lichtjahre? Das muss ich wohl korrigieren. Das kann ja wohl nicht Sinn. Ich habe aber nur näher gesehen, dass mein, bei der Tankanzeige der Bereich für den nächsten Sprung wird hier immer blau markiert. Der war jetzt irgendwie so klein. Das hat mich gerade irritiert. Und dann habe ich gerade die Sprungreich, also die die Entfernung zum nächsten Ziel gesehen und das kann ja irgendwie nicht Sinn, dass man jetzt nur 35 nicht überspringe. So, gucken wir mal kurz, was wir da haben. Terraformierbar. Nur ein Terraformierbarer. Na gut, dann können wir mitnehmen. Da spricht nichts dagegen. Wir sehen immer auf die Karte. So, Geschwindigkeit klären wir zurück, damit wir nicht zu weit springe. So, genau, ich würde sagen, machen wir heute Folge, lassen wir nicht ausarten. Wir scannen dann noch und dann gucken wir mal auf die Karte, ob man jetzt vielleicht noch einen Neutronenstern findet. Ach doch, ja. Durch das, dass man jetzt mal endlich, oder sag mal, endlich nochmal, naja, endlich ist vielleicht hier ein bisschen falsch, Systeme gefunden haben, wo wenig drin war, da wenig Scan wäre, das sind wir doch mal ein gutes Stück vorankommen. Muss man auch mal sagen. Das war ja vorher mit dem M-System zwei Wasserwälder, drei terraformierbare Planete findest. Das dauert halt. So, das sind wir auch bald. So, muss man noch abbremsen. Ja, nein. Jetzt. So. Das sollte schon reichen. Gut, dann können wir jetzt mal... Ah ja, jetzt hat er es korrigiert. G-Stern, warte mal. So. Das gibt so ein Eck. Was ist denn das Dorf? Ist seltsam. Mir Gegend. Hier sind zumindest nur B-Sterne.
Ach, guck mal hier. Ein Neutronenstern. Das machen wir noch, haha. Das machen wir aber doch noch. Den nehmen wir noch mit. Dann kommen wir. Moment, was? Wie? Nein! Was ist der so weit entfernt? Kannst du mir nicht erzählen. Uch, Merde! Vielleicht soll ich die Route neu planen. Zack. Ich will einen Neutronenstern. Will das aufladen, ein bisschen Weg sparen, damit man in der nächsten Folge an dem ominösen Zielstern sind. Ja, da sprach er, wir machen früher Schluss, dann findet er doch noch was, was er machen kann. Das ist unglaublich. Ist schon entdeckt? Jetzt fühle ich mich aber fast persönlich beleidigt. Tio Kala. Okay. 400, 403, ja, 450 oder mal doch noch. Gut, da, dann sei es so. So kann ich das überhaupt noch. Lange nie gemacht. Ups, das mal nochmal ausrichten. Sonst sind wir nämlich gleich wieder durch. Bleibst du drin bis. Das war knapp. Wäre mal nächstes raus gewesen, bevor man aufgeladen hätte. So. Sehr schön. Dumm. Wo ist denn unser Zielpunkt? Dann könnte man vielleicht diese Richtung. Ich mache mal A-Sterne an, vielleicht F-Sterne. Dann können wir hier mal Route berechnen, damit wir hier ein bisschen. Genau, damit wir hier einen kleinen Anhaltspunkt haben, wo wir hin müssen. So, was sind wir dann hier? Ah, da geht noch einiges. Dann müssen wir hier noch ein bisschen runter. So. 220. Noch ein bisschen nach unten. 240. 280. Vielleicht eher so. Noch ein bisschen ohne. Ja, in dem Bereich können wir mal gucken. Wenn wir ganz fies sind. Na, es geht nur Neutronenstern durch. Dann würde ich sagen, nehmen wir nochmal ab. Ja, der ist zu weit. B-Stern, das sieht doch gut aus, würde ich sagen. Genau, B-Stern. Das ist doch, bin ich mit einverstanden. B-Stern zum Abschluss, das ist doch immer gut. Die haben wir jetzt wirklich eine ganze Weile nicht mehr gesehen. Aber ganz allein auf weiter Flur. Na gut, dann würde ich sagen, ich tanke hier schon mal auf. Und wir sehen uns dann hoffentlich beim nächsten Mal an diesem
Ziel. Ich muss auch selbst noch mal gucken, was das eigentlich ist. Und dann schauen wir mal weiter. Und bis dahin dann. Bye bye.